Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Rontina Hinze an meiner Seite. Wir haben uns gerade eben schon über flaches Niveau ausgetauscht. Das soll jetzt hier gar nicht das Thema sein. Heute geht es nämlich auch hoch hinaus. Richtig. Wie flach Ollis Niveau ist, verrät er uns vielleicht später am Ende der Sendung. Hat er mir gerade schon verraten, deswegen lachen wir hier immer noch. Hoch hinaus geht es tatsächlich, wenn Sie schon immer mal ins All wollten wie ein Astronaut, haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu, auch als ganz normaler Bürger. Wie das geht, verraten wir Ihnen gleich. Außerdem können Sie bei uns in die neue Platte von Max Mutzke reinhören. Und wir verraten Ihnen, wo Sie am Wochenende mal so richtig in den Seilen hängen können, in unseren Veranstaltungstipps. Und hier ist RONTV. So, und jetzt wollten wir uns Alexander Gerst anschauen, den deutschen Astronauten. Denn er lebt ja diesen Traum, den viele haben, Astronaut zu sein und über der Welt zu schweben. Und zumindest Teile dieses Traumes können für einige jetzt in Erfüllung gehen. Nämlich das Technoseum hat eine Bewerbungsphase gestartet. Zwei Plätze gibt es zu gewinnen. Nicht nur für Flüge in die Schwerelosigkeit, sondern auch für ein einwöchiges Astronautentraining im berühmten Kennedy Space Center in Cape Canaveral. Das Ganze im Wert von 25.000 Euro. Anlass ist der 50. Jahrestag der ersten Mondlandung im Jahr 1969. Und mit der Kampagne will das Technoseum aber auch auf dem Fachkräftemangel entgegenwirken und vor allem auch mehr Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere Frauen, für die Raumfahrt begeistern. Professor Dr. Hartwig Lüttke ist bei uns, der Direktor des Technoseums. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie kommen ja eigentlich selbst aus der Archäologie. Wäre denn der Beruf des Astronauten nicht auch irgendwie mal ein Traum gewesen? Das will ich gar nicht ausschließen, der Weg ist anders gegangen, aber der Blick des Archäologen richtet sich ja gewissermaßen in die Tiefe und in die weit zurückliegende Vergangenheit und der Blick des Astronomen oder des Raumfahrenden, der geht eben oben in den Himmel und vielleicht auch in die Zukunft. Nicht? Wer weiß, wo wir eines Tages oder unsere Nachfahren mal leben werden, also das verbindet schon das frühe Herkommen und das spätere Entwickeln nachher. Vielleicht kristallisiert sich ja jetzt tatsächlich dann auch der ein oder andere künftige Astronaut heraus. Was muss man denn mitbringen? Was sind denn Voraussetzungen, um an diesem Programm teilzunehmen? Bleiben wir mal ganz bescheiden bei unserem Wettbewerb und noch gar nicht mal den wirklichen Astronauten. Das kann ja sich dann später daraus entwickeln. An unserem Wettbewerb können alle Menschen teilnehmen, die einfach Spaß haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mindestens 18 Jahre sollten sie alt sein. Dann drehen Sie ein kleines Video, das können Sie selbst oder mit Freunden zusammen machen, maximal 60 Sekunden, in dem Sie nur eine Frage möglichst originell beantworten sollen, nämlich, warum möchte ich einmal der Schwerkraft entfliehen? Mhm. Und dann senden Sie dieses Video an uns, ans Technoseum, übers Internet, das ist leicht hochzuladen. Und dann werden wir eine Vorauswahl treffen von den vielen Einsendungen. Und dann gibt es eine Shortlist, am Ende 10 Kandidaten in der engeren Wahl. Und die werden Anfang des nächsten Jahres vor einer dann prominent besetzten Jury einen Challenge Day im Technoseum erleben. Da wird die körperliche Fitness, die mentale Fitness genauso geprüft wie die Idee, warum wollen Sie also nun quasi zum Mond fliegen. Und dann gibt es zwei Gewinner, einen Mann und eine Frau. Und die beiden werden dann für eine Woche im Frühjahr 2020 nach Amerika reisen, zum Cape Canaveral. Und dort eine Woche echtes Astronautentraining mitmachen. Was beinhaltet das denn? Haben Sie da schon Einblicke, was man da in dieser Woche auch erleben kann? Also das sind körperliche Tests, dass Sie überhaupt ausreichend fit sind, um sich da zu bewegen. Das sind Tests, um zu sehen, dass Sie sich in dieser sehr speziellen Situation der Schwerelosigkeit vernünftig bewegen können, dass Sie sich festhalten, dass Sie sich vorwärts bewegen können. Aber es geht auch um mentales Training, dass Sie auch mit solchen ungewohnten Situationen umgehen, dass Sie schnell reagieren, wenn etwas passiert, womit Sie gar nicht gerechnet haben. Das ist ein Stück des Trainings, welches auch die tatsächlich zur ISS fliegenden Astronauten mit durchlaufen. Okay, schnell reagieren ist vielleicht auch noch ein Stichwort. Wie schnell muss man denn reagieren? Bis wann hat man Zeit, sich zu bewerben? Also da dürfen wir noch ein klein wenig Zeit sogar verkünden. Das Einsenden des Videos kann geschehen bis Ende September jetzt. Also heute gehört, in den nächsten Tagen überlegt und dann in Ruhe etwas Pfiffiges gemacht, bis Ende September zu uns geschickt. Und dann mit etwas Glück ist man dabei, ein Flug in die Schwerelosigkeit. Professor Lüttke, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Tolles Programm. Also für mich würde das auch funktionieren. Also über 18 Seien Sie da, ja, das glauben wir Ihnen. Und so okay. Sagen, kommen Sie dazu und wir schauen, wie gut Ihre Performance ist am Ende. Ja. Alles klar, na, das nenne ich doch mal ein Wort. Werde ich machen. Danke Ihnen für den Besuch. Und von der Zukunft kommen wir jetzt einfach mal ins Hier und Jetzt. Blicken ein bisschen auch noch in die Vergangenheit. Falls Ihnen jetzt gerade dieser junge Mann nichts sagt, gehört haben Sie ihn auf jeden Fall schon mal. Ne, seinen großen Hit, den kennen Sie ganz sicherlich noch. Until tonight, baby, till I have you by my side, baby.
Max Mutzke, Can't Wait Until Tonight, und jetzt hat er ein neues Album rausgebracht, hat sich inspirieren lassen von den großen Hip-Hop-Hits und dabei das Album Colors entwickelt. Und unsere Reporterin Tracy Wittig war gestern in Heidelberg dabei und hat ihn getroffen. So schwarz-weiß ist das neue Album von dem Mann mit Hut, Max Mutzke, nicht. Im Gegenteil, Colors bedeutet Farben, heißt das neue Album, und damit ist der 37-Jährige gerade mit seiner Band Monopunk auf Tour. Hip-Hop-Klassiker meets Soul, dabei hat diese Musik in seiner Kindheit gar keine große Rolle gespielt. Hip-Hop hat sehr, sehr viel später erst eine Rolle gespielt. Lustigerweise jetzt auch erst in dieser Produktionsphase, wo wir ein ganzes Jahr lang im Granny's Haus in Hamburg verbracht haben, da bin ich erst in das Thema Hip-Hop erst richtig reingerutscht und habe wirklich dann, wird man auch so ein bisschen zum Profi. Ein Jahr lang produzierten sie das Album und überließen nichts dem Zufall. Sind denn auch ein paar Titel, die Sie auf dem neuen Album haben, auch Titel, die Sie früher manchmal auch gehört haben? Ja, natürlich. I Got Five On It ist so ein Titel, den irgendwie alle, wenn sie, spätestens wenn sie ihn hören, ist I Got Five On It. Das ist ja so eine geile Nummer, dass alle fangen an zu bouncen. Bouncen oder mitwippen. Seit 2004 macht der charismatische Sänger diese Art Musik, bei der niemand stillstehen kann. Ich gehe da raus und will was tun. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich höre nicht auf, solange du da bist. Aber ein Titel zeigt ganz besonders die Mischung und die Inspiration für das neue Album. Dann gibt es einen Film, der mir als Jugendlicher total gut gefallen hat. Das war Man in Black. Genau, Man in Black. Und da gibt es ja den dazugehörigen Titel Man in Black von Will Smith. Und dieser Titel zeigt eigentlich auch am besten, warum wir dieses Konzept gemacht haben, warum wir Hip-Hop zu Soul geholt haben, weil das nämlich ursprünglich genau andersrum war. Hip-Hop ist in der Zeit entstanden, als R&B und Soul Mainstream-Musik waren. Und daraus haben die sich inspiriert natürlich von, also die ganzen ersten Hip-Hopper waren inspiriert von James Brown und von Al Green und von Michael McDonald. Und wir haben quasi das umgedreht. Umgedreht und neu. Aber eine Sache ist der Familienvater von vier Kindern treu geblieben, dem Hut. Da bleibt doch eine Frage offen. Also sind ja immer mit Hut zu sehen. Wie viele Hüte haben Sie denn eigentlich? Nur drei. Ich habe drei Farben, die ich auch an den Konzerten trage. Ich habe so zweimal einen Klamottenwechsel während der Show, wo dann auch immer eine andere Hutfarbe ist. Aber ich trage privat gar nie. Ich habe mir einen Hut angezogen, als ich die Tür aufgemacht habe. Das heißt, ich trage nie. Also wenn wir die Kamera nachher abbauen, dann wirst du mich backstage nie mit Hut sehen oder mit Mütze. Das mache ich nie. Also für mich ist das auch so ein bisschen wie so eine Berufskleidung. Berufskleidung, die er gerne privat wieder auszieht. Denn zu Hause bei der Familie verliert die Musik ihren Stellenwert. Also ich mache ganz viel eigentlich total gerne, was Handwerk angeht. Also ich habe so ganz viel schöne Schreinerwerkstatt, so eine kleine Schreinerwerkstatt zu Hause und mache ganz viel mit Holz. Holz ist für ihn gleichzeitig Heimat und Erinnerung. Beim Lauschen der Titel von Colors werden wir auch in die frühere Zeit zurückversetzt und seine Hommage an die Künstler ist ihm mit seinem souligen Touch definitiv gelungen. Ich habe alles gegeben. Genau, und wir swingen jetzt auch noch mal ein bisschen durch die Sendung, aber blicken vorher noch auf unsere Drahtesel oder möglicherweise Ihre Drahtesel. Denn die Polizei in Mannheim hat drei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Fahrräder geklaut zu haben. Sieben Fahrräder haben sie dabei nämlich auch beschlagnahmt. Also das wäre jetzt hier eines davon. Wir haben die Räder auch bei uns auf der Facebook-Seite präsentiert. Also sollten Sie irgendwie gerade einen Drahtesel vermissen, schauen Sie einfach mal rein. Oder falls Sie jemanden kennen, dem sein Fahrrad abhanden gekommen ist. Weitere Nachrichten gibt's jetzt von Lena Wollny. Tag des Ehrenamtes. In der Hochschule in Ludwigshafen haben heute verschiedene Organisationen die vielfältigen Möglichkeiten der unbezahlten freiwilligen Arbeit vorgestellt. Ziel war es, die Bedeutsamkeit des ehrenamtlichen Engagements in der Gesellschaft zu verdeutlichen. Mit dabei waren unter anderem die Lebenshilfe und das Diakonische Werk, aber auch viele kleine Vereine aus Ludwigshafen und Umgebung. Aggressionen und Gewalt nehmen zu. Im vergangenen Jahr ist es erneut zu mehr Gewalt in öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen. Fast 600 Straftaten gab es in den Städten Mannheim und Ludwigshafen und im Rhein-Neckar-Kreis. Das sind rund 160 Delikte mehr als noch vor drei Jahren. Besonders häufig kam es zu Körperverletzungen in Zügen, Straßenbahnen und Bussen. Doch auch an Haltestellen gab es wieder mehr Gewalt. Projekt gegen Fremdenfeindlichkeit. Der Fotograf Thomas Brenner hat heute in Ludwigshafen gegensätzliche Paare abgelichtet. Mit der Aktion Dialog in Rheinland-Pfalz werben die Initiatoren für Vielfalt und Toleranz. Ich finde es halt wichtig, dass wir uns alle darum kümmern, dass irgendwie mehr Toleranz und Gerechtigkeit ist. Und ich glaube, es liegt an jedem, was zu tun.
Und ich finde, in der heutigen Zeit mit dem ganzen Populismus ist es extrem wichtig, sich da zu wehren, was zu machen. Die Bilder werden durch Interviewtexte der Teilnehmer ergänzt und für eine Social-Media-Kampagne verwendet. Weitere Termine in Rheinland-Pfalz sind geplant. Mitmachen bei der Aktion kann jeder. Und wir werden sportlich. Blicken auf den TV Käfertal. Das ist ja quasi das Synonym für Faustballsport der Spitzenklasse. Und nach den Erfolgen in der Halle, da soll es jetzt auch auf dem Feld endlich klappen. Zumal in dieser Spielzeit ja zum ersten Mal zwei Teams des TV Käfertals in der höchsten Spielklasse vertreten sind. Neben den Männern nämlich jetzt auch die Frauen. So, und wie das klappen soll mit dem Erfolg und wo dieser Erfolg verankert ist, Maximilian Wendel hat sich umgeschaut. Jetzt wird gefeiert. An diese Bilder erinnern sich die Käfertaler Faustballer nur zu gerne. Deutscher Vizemeister 2018, ein Jahr später die Bronzemedaille. Erfolge gab es aber bisher nur in der Halle. Liegt die den Mannheimern einfach besser? Ich würde sagen schon, ja. Also wenn man sich die letzten Saisons anschaut, waren wir schon in der Halle souveräner. Jetzt wollen wir natürlich schauen, dass wir im Feld auch nachziehen und uns da verbessern. Das ist natürlich eine andere Spielerei, aber ja, Feld muss auch kommen jetzt. Große Unterschiede gibt es nicht nur beim Wechsel von Gummiboden zu Rasen. Auch am ersten Spieltagwochenende war alles dabei. Ein Kantersieg und eine deutliche Pleite. Die Herausforderung, draußen ändert sich auch die Spielweise. Das Feld ist 5 Meter länger als in der Halle. Dadurch muss man natürlich viel mehr Raum abdecken. Das Blockspiel fällt weg. Weil einfach, wenn der Blockspieler vorne an der Leine stehen würde, müsste man zu viert diese Riesenfläche abdecken. Dadurch haben halt auch kleinere Angreifer die Möglichkeit, gut zu spielen und hoch zu spielen. Ach ja, hochspielen, das dürfen in dieser Saison nicht nur die Männer. Die TVK-Frauen haben den Sprung in die erste Bundesliga geschafft. Die Ziele für den Neuling sind klar. Auf jeden Fall erstmal die Liga halten, das ist das Wichtige. Und es ist auf jeden Fall auch sehr schwierig, weil wir sehr starke Gegner haben und selbst erstmal reinfinden müssen. Also wir hatten jetzt auch schon ein paar Turniere und die sind jetzt so lala gelaufen, also es könnte noch besser laufen, aber wir werden sehen, wie wir am Samstag in die Saison starten werden. Bei den Frauen gibt es immer 2 Spiele pro Spieltag. Der Auftakt steigt beim TV Tannheim gegen die Gastgeber, danach geht's gegen den FSV Hirschfelde. Für die Männer geht's am Samstag beim TV Schweinfurt-Oberndorf weiter. Ja, das wollen wir doch noch ein bisschen vertiefen, wenn es jetzt so richtig losgeht. Isabel Cimala ist bei uns und Christoph Jugel, auch frisch ja zum TV Käfertal gestoßen. Schön, dass Sie beide da sind. Steigt denn jetzt auch schon die Anspannung? Oh ja, aber vor allen Dingen die Freude. Gerade für die Hälfte der Mannschaft hat noch gar nicht in der ersten Liga gespielt. Und vor allen Dingen ich auch noch nicht und ich freue mich sehr, endlich die Erfahrung zu sammeln. Also für Sie ist das ja auch eine neue Erfahrung. Sie wechseln quasi auf die andere Rheinseite, sind gewechselt aus der zweiten Liga, jetzt auch in die Bundesliga. Wie ist das für Sie? Ist das auch eine große Umstellung von der Spielstärke her? Ja, ist auf jeden Fall vom Tempo, von der Dynamik, auch vom Teamgefüge eine große Umstellung. Es wird teilweise ein anderes Spielsystem gespielt. Da muss man sich dann schon so ein bisschen Stück für Stück reinfinden. Aber ich denke, dass das ganz gut klappen kann. Jetzt, Sie hatten ja schon einen Spieltag, es gab einen Kantersieg und eine krachende Pleite. Woran liegt das dann auch? Das hat verschiedenste Gründe. Einmal ist man gut ins Spiel gekommen, einmal gar nicht. Es war von der Witterung an beiden Spieltagen schwierig und dann liegt einem manchmal der Platz nicht. Manchmal hat man einfach einen schlechten Tag und dann greift die Mannschaft nicht so ineinander. Und manchmal klappt es eben auf der anderen Seite sehr gut und man gewinnt dann auch mal 5-0. Jetzt betreten Sie beide, natürlich auch noch viele aus dem Team, sportliches Neuland. Wissen Sie denn eigentlich schon, auf was Sie sich da einlassen, welche Gegner da auf Sie zukommen, wie das Leistungsgefüge im Vergleich zur zweiten Liga ist? Also ich denke, wir konnten auf den Turnieren auch schon noch mal ein bisschen reinschnuppern, was so das Leistungsgefüge angeht. Wir werden definitiv noch eine Schippe draufpacken müssen, um gut mitzuspielen, aber wir hoffen, schnell reinzukommen und gut die Erfahrung sammeln zu können, dass wir uns eben auch gut halten können. Also kann man von den Turnieren schon mal so ein bisschen die Gegner beschnuppern oder sind das auch dann viele, gegen die Sie zum ersten Mal ja spielen? Einige, gerade auf den Turnieren, auf den Vorbereitungsturnieren trifft man die Mannschaften häufig. Also wir konnten auch die letzten Jahre schon gegen die Mannschaften auf den Turnieren spielen, aber jetzt gerade so, wenn man weiß, okay, jetzt in der Saison geht es tatsächlich gegen die Mannschaften, probiert man doch nochmal, sieht man die Spiele nochmal anders und reflektiert die Spiele auch nochmal ganz anders und ja. Für Sie, wie gesagt, ja auch der Wechsel, was hat Sie denn bewogen, nach Käfertal zu gehen? Ja, es ist ja schon ein Sprung dann von der zweiten Liga in die erste Liga und wenn sich da einem die Möglichkeit bietet
und man als Spieler sich noch ein bisschen weiterentwickeln möchte, dann versucht man die Möglichkeit auch zu nutzen. Was macht diesen Verein denn aus, so besonders? Ich meine, es ist ja, wie gesagt, Käfertal steht so für, wie habe ich es gesagt, synonym für Faustball der Spitzenklasse. Genau das ist es. Jetzt wurden die letzten zwei Hallensaisons jeweils die deutschen Meisterschaften in Mannheim ausgerichtet. Jeweils super erfolgreich und die Mannschaft hat auch noch toll abgeschnitten. Und ich glaube, das spricht dann auch so ein bisschen für sich. Was haben Sie sich vorgenommen fürs Wochenende, den ersten Spieltag? Oh, wir wollen definitiv Punkte holen. Wir haben vier Spiele, die für uns richtungsweisend werden, auch für die Saison. Das sind definitiv Mannschaften, wenn wir in der Liga bleiben wollen, wo wir Punkte holen können. Und das gilt es dann auch durchzusetzen. Wir drücken die Daumen. Isabel und Christoph, Dankeschön. Beste Grüße an das Team und toi, toi, toi für den nächsten Spieltag. Danke. Ja, die Daumen drücken muss man auch im Fußball der Wormatia Worms, denn die steht mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand oder besser gesagt irgendwie kurz vor dem Kipp in die Oberliga aus der Regionalliga, nämlich raus. Sehr stark abstiegsgefährdet. Wie dort die Situation ist und wie es noch klappen soll mit der Regionalliga, das zeigt Ihnen Marcel Schreiner. Sie sind bereit, alle mit anzupacken. Auch wenn sie noch nicht genau wissen, wohin es für sie geht. Von Abstiegsangst ist beim Viertligisten Wormatia Worms aber noch nichts zu spüren. Es geht viel um Kopf, es geht um Psyche im Abstiegskampf. Es geht auch um Angst rauszunehmen. Angst hindert, ja, erfolgreich zu sein. Das ist gar nicht so einfach, denn trotz guter Ansätze lief die bisherige Saison für Worms alles andere als glücklich. Doch sie wissen, dass sie sich an die eigene Nase fassen müssen. Gerade am Ende einer Saison lügt die Tabelle auch nicht. Ne? Nicht die Qualität umgesetzt zu haben, die man vielleicht intus hat, ist dann auch eine Qualität. Aktuell steht die Wormatia auf Rang 15, punktgleich mit dem 14. Selbst dieser Platz reicht aber nur, wenn in der dritten Liga Groß Asbach die Klasse hält. Denn kommt aus der dritten Liga ein weiteres Südwestteam in die Regionalliga, muss dort auch einer mehr absteigen. Ja, wir sind auf jeden Fall abhängig von dem, was in der dritten Liga passiert. Das ist auf jeden Fall so, das ist uns bewusst, aber das können wir nicht beeinflussen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und die lauten, unsere Spiele gewinnen. Und damit haben wir genug zu tun, damit sind wir diese Woche beschäftigt. Am Samstag steht ein Heimspiel gegen Offenbach an, für die es um nichts mehr geht in der Tabelle. Am letzten Spieltag winkt dann ein Endspiel gegen die Bundesliga-Reserve aus Stuttgart. Auf diesen Spielen liegt die Konzentration, der Blick geht dagegen nach Groß Asbach. Jetzt die Chance am Samstag. Eine gute Leistung zu bringen und zu Hause auch gewinnen. Und dann kann man in die App reingucken, gucken, wie der Gegner gespielt hat. Das Wichtigste wird für die Wormatia nun sein, endlich die Fehler aus der Vergangenheit auszumerzen und die Ergebnisse einzufahren, die man sich spielerisch erarbeiten könnte. In allen Spielen, die wir bisher seit der Rückrunde gespielt haben, waren wir mit allen Gegnern auf Augenhöhe. Haben aber leider nicht die Ergebnisse nach Hause gebracht. Aus unseren Torchancen, die wir in allen Spielen hatten, einfach zu wenig gemacht. Das muss sich ändern. Sonst steht Wormatia Worms am Ende der Saison betröppelt und verlassen im Regen mit dem Abstieg in den Händen. Und mit dem Abstieg hat er natürlich gar nichts zu tun. Kerim Demirbay allerdings auch bald nicht mehr mit der Metropolregion Rhein-Neckar, denn er wechselt von Hoffenheim nach Leverkusen. Der deutsche Nationalspieler macht dabei von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und die soll dem Verein etwa 28 bis 32 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler bringen. So, und apropos Sport, sportlich wurde es auch bei den Veranstaltungstipps. Arina Aschmann nämlich hat sich in die Seile unter anderem begeben. Was da los war, das sehen Sie gleich. Willkommen zurück bei Ron und es ist Donnerstag und das bedeutet wie immer Zeit für unsere Veranstaltungstipps. Also was können Sie alles machen am Wochenende? Sarina Aschmann hat Ihnen einen Überblick verschafft und ja gut, für Sie hieß es irgendwie auch mitgehangen, mitgefangen. Andreas Notz fasst Ihre Tipps zusammen. Unsere Reporterin hängt an ihrem Job und heute irgendwie auch in den Seilen. Was zugegeben noch etwas unbeholfen aussieht, kann er in Perfektion. Stefan Weber ist nicht etwa aus dem Zirkus geflohen, nein, er ist Swing-Yoga-Meister in der Mannheimer Abendakademie. Was kann man sich denn unter Swing-Yoga genau vorstellen? Swing-Yoga ist eine Mischung aus klassischen Yoga-Elementen, ein wenig Pilates. Dazu kombiniert turnerische, gymnastische Übungen und Akrobatik. Das klingt nicht nur nach großer Herausforderung, es ist wirklich so gar nichts für Couch-Potatoes. Achtung, Achtung, körperliche Fitness ist hier Grundvoraussetzung. Auch unsere Reporterin braucht so einige Versuche. Sekunde.
Ich habe es geschafft, ich habe meine erste Swing-Yoga-Stunde hinter mich gebracht. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr anstrengend. Und abhängen kann so hungrig machen, aber wir haben auch was gegen knurrende Mägen. Und der wandert direkt mal in die Hände unserer fleißigen Reporterin. Vielen Dank. Also der sieht schon mega gut aus, aber es gibt auch andere Leckereien hier beim Vine Street Food Festival. Lecker. Auf der Tiergartenstraße in Heidelberg können Besucher nach Herzenslust schlemmen. Und das durch die ganze Welt. Von feinen Gewürznoten aus Sri Lanka bis hin zum deftigen Trucker-Burger aus den USA ist für hungrige Mäuler wirklich alles dabei. Und ran an die Foodtrucks bittet sie am Samstag und Sonntag Veranstalterin Lisa Schild. Ist es wichtig, dass man neben den normalen Streetfood-Festivals, die man so kennt, die Möglichkeit hat, wirklich in entspannter Atmosphäre mit Freunden und Familie einen Tag zu verbringen. Die Kinder sind mit einbezogen und darüber hinaus hat man die Möglichkeit, fantastische Weine und leckeres Essen zu verkosten. Und wenn der Bauch voll ist, dann tut bekanntlich ein ausgedehnter Verdauungsspaziergang richtig gut. Bei der 6. Weiher-Weinwanderung kommen nicht nur Naturliebhaber auf ihre Kosten, weiß Lukas Kraus, der die Veranstaltung mitorganisiert. Was ist denn das Highlight der Weinwanderung? Das Highlight der Weinwanderung ist mit Sicherheit der Weiher, mit seiner wunderschönen Atmosphäre und dass man da einfach an verschiedenen Plätzen und Ständen die Möglichkeit hat, zu rasten, zu trinken, zu essen und auch dann die Atmosphäre zu genießen. Alle 500 Meter wartet ein solcher Stand auf sie und der versprüht trotz des bescheidenen Wetters ein bisschen Urlaubsfeeling. Vergessen den Stift zu zücken? Kein Problem. Hier nochmal der Schnelldurchlauf. Mitgehangen, mitgefangen beim Swing-Yoga-Training am Samstag in der Mannheimer Abendakademie von 14.30 bis 16.30 Uhr sorgt Abhängen für ordentlich Muskelkater. Das Ganze kostet 15 Euro. Den Kampf gegen das Loch im Bauch können Sie hier führen, beim Heidelberger Wein- und Streetfood-Festival am Samstag und Sonntag auf der Tiergartenstraße. Erwachsene zahlen 3 Euro Schutzgebühr, Kinder und Jugendliche kommen kostenlos aufs Gelände. Summer-Feeling trotz Schiedwetter gibt's in Lamsheim bei der 6. Weiher-Weinwanderung am Samstag. Eintritt ist frei, Parkmöglichkeiten gibt's an der Fischerhütte. Und Sie könnten auch tatsächlich hier und da echt Glück mit dem Wetter haben. Hier sind die Aussichten. Am Freitag erwartet uns größtenteils freundliches Wetter. Vor allem im Süden bilden sich vereinzelt kurze Schauer. Alles in allem schenkt uns die Sonne dennoch ganze 10 Stunden lang ihr strahlendes Lächeln. Erst zum Abend ziehen ein paar Wolken auf. Der Temperaturcheck zeigt, es wird angenehm draußen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad im Odenwald und 19 Grad am Rhein. Am Samstag zeigt sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite. Der Himmel ist die meiste Zeit von dichten Wolken verdeckt. Aber die gute Nachricht ist, Sie brauchen draußen nicht zu gießen, denn es ziehen immer wieder Schauer durch und zeitweise kann es auch mal kräftig schütten. Am Sonntag setzt sich dann aber freundliches, trockenes Wetter durch, mit längeren sonnigen Abschnitten. Allerdings wird es etwas kühler. Der Start in die neue Woche wird ebenfalls schön, aber recht kühl. So, eine Meldung hätten wir noch für Sie, denn wenn Sie gerade unterwegs sind oder jemanden kennen, der möglicherweise gerade auf dem Weg nach Hause ist und sich nicht unbedingt verspäten sollte, eine Stelle müsste man aktuell meiden. Genau, auf der A65 zwischen Neustadt und Ludwigshafen gibt es eine Vollsperrung nach einem Unfall mit 3 Fahrzeugen. Ein Mensch ist dort verletzt worden und der Verkehr wird jetzt über die B38 umgeleitet. Also wenn Sie da unterwegs sind, umfahren Sie es bestenfalls großräumig. Genau. Meistens staut sich dann doch. Im Idealfall kennen Sie sich ja hier auch in der Metropolregion bestens aus. So, Tina verpflichtet. Mich jetzt ja, du bist uns noch was schuldig. Ich habe vorhin gesagt, er sagt uns, wie flach sein Niveau ist. Wir hatten es vorhin über flache Witze, niveaulose Witze. Ja. Und jetzt ja. Hau raus. Kenne ich einige. Aber ich muss sagen, also tatsächlich einer meiner Lieblingswitze dreht sich ja immer so um Chuck Norris. Ne? Wer ihn nicht kennt, Actionheld, so hauptsächlich aus den 90ern. Wenn Chuck Norris baden geht, dann wird er nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris. So. Ja, aber vorhin hat er noch erzählt, sein Niveau sei so flach, damit könne er unterm Teppich Fallschirm springen. Genau so, ja. Bis morgen. Morgen wieder. Ciao.